Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. So, wir sind jetzt in der Höhle, wo ich Darth Sylta jetzt finden werde oder versuche zu finden. So, also die Sandleute muss ich jetzt hier platt machen, hilft nicht. Ich hab da zwar keinen Spaß dran, aber egal. Wat mut dat mut. Okay, wie weit ist das denn noch? Gar nicht mehr so weit. So. Ach, der ruht sich aus. Lord Sylta? Hat Captain Gola euch geschickt? Ein guter Mann. Zu schade, dass er nicht den jungen Hale geschickt hat. Aber nun habt ihr die Ehre. Ihr werdet meine letzten Worte hören. Langsam. Ihr werdet nicht sterben, mein Lord. Diese Lüge ist zu gütig von euch. Die Macht rief mich in die Wüste. Ich spürte, auf was Jerga gestoßen ist. Eine fremdartige Energie. Ich sah einen weißen Raum. Ich dachte, die Sandleute würden die Geheimnisse des Landes kennen. Ich habe sie umgebracht, ihre Gedanken gestohlen, um diese Höhle zu finden. Ich hatte den Sieg vor Augen, bevor sie mich zerstörten. Kann ich etwas tun? Meine Reise hierher war nicht umsonst. Jerga richtete seine Basis über einem mythischen Ort der Eingeborenen, dem verbotenen Land. Die Zeichnungen in der Höhle zeigen den Weg. Findet sie, zeichnet sie auf. Gola und seine Männer, sie... Eure Reise ist vorbei, Lord Sylta. Findet die Zeichnungen. Aber nehmt euch in Acht vor der Kreatur im weißen Raum. Kreatur im weißen Raum? Okay. Oh, Mann. Mit uns legt sich besser niemand an. Gut, das ist die Wandmalerei, kann ich nichts mit anfangen. Aber gucken wir uns das Ding trotzdem mal an. Gut, sprich mit Captain Gola, verfolge die Bewegung des Padawan-Schülern. So, jetzt muss man erstmal gucken. Reise kriege ich Captain Gola und dann. Ja, okay, gut.
dann müssen wir jetzt erstmal hier aus der Höhle wieder raus und dann... folgen wir mal weiter in ihre Bewegung. Was war das denn ja immer für ein Riesenvieh hier? Ah ja, sieht aus wie ein Drache, Game of Thrones oder wie? Alles klar, da drüben müssen wir jetzt hin. Und wie sie alle laufen. Wahrscheinlich, weil ich nach dem Dämonenblut stinke. Haben sie wahrscheinlich Angst vor. Hütte nach Hinweisen suchen. Okay, gut. Ich habe auch Ankunft hier beobachtet und konnte meinen Augen kaum trauen. Die Sandleute sind alle vor euch geflohen. Was ist in der Höhle des Sanddämons passiert? Ich habe die Beste gezinkt. Ich weiß es nicht, das geht euch nichts an. Ich habe die Bestie gezinkt. Der Dämon hat mir ohne große Mühen gehorcht und seine Haut abgeworfen. Erstaunlich. Und ihr habt in der Essenz des Dämons gebadet. Der Jedi-Padawan muss es genauso gemacht haben. Nun, Isibo sagte, dass euer Weg hier zu erkennen sei, aber ich kann nicht sehen. Wartet! Seid auf der Hut, Fremdling. Einer der Sandleute nähert sich. Verbeugen das Pergament niemand. Verbeugen wir uns mal. Ich werde freundlich reagieren. Ich habe noch nie einen Sandmenschen gesehen, der sich friedlich einem Fremden nähert. Dieses Pergament des Sandschamanen ist bemerkenswert. Es ist eine grobe, aber überaus klare Karte der Wüste. Sie zeigt eine Tür in der Wand der Wundschlucht. Aber ich habe diese Schlucht selber kartografiert und dort ist keine Tür. Was ist sonst noch wichtig in Zusammenhang mit diesem Gebiet? Ich kann euch sagen, dass Menschen dort am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Die Schlucht ist der äußerste Punkt, an den sich jemals jemand gewagt hat. Hier sind die Koordinaten. Ich folge euch unauffällig im Schatten der Dünen. Denkt zuerst an eure Sicherheit und folgt mir nur, wenn es euch nicht zur Qual wird. Eure Sorge rührt mich. Darth Barras hat mich als Späher und Wachposten eingeteilt und ich werde meinen Aufgaben nachkommen. Dringt tiefer in die Wüste vor und ihr werdet die Wundschlucht finden. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Gut, mal sehen. Können wir das gebrauchen? Ja. Schon besser. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Reise zur Oase. Warte mal, das ist... Das müssen wir... Ja, das müssen wir da irgendwie hin.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da mit dem Taxi hinflitzen kann oder ob ich das durch die Wüste zu Fuß erledigen muss. Aber was werden wir sehen. Mal gucken, ob da noch ein Taxistand ist, aber ich glaube es nicht. Zeige alle autorisierten Ziele. Ah, doch, das muss ja nicht gleich da in der Nähe sein. So, mit wem reden wir denn jetzt mal zuerst? Ah ja, komm, das ist ja gleich hier unten. Das ist ja gleich hier die Höhle, ne? Ja. Ja, ja, dann machen wir jetzt erstmal wieder Klassenstory. Ich sag laufen. Komm, hier bleiben. Schön hier geblieben. So. So, wo genau muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, ganz ans Ende hier. Mal sehen, ob ich hier durchkomme ohne weitere Kämpfe. Na bitte, funktioniert doch. Gleich geht's besser. Schon besser. Ja, Entschuldigung. So, mal sehen. Entweder ein Trugbild oder eine Falle. Sieh nicht weg. Sieh dir an, wie echte Macht aussieht. Ich bin die Verkörperung deines wahren Potenzials. Ich bin, was du sein könntest, wenn du den Mut hättest, den dunklen Weg mit mehr Hingabe zu verfolgen. Der verfolgt den dunklen Weg gar nicht. Das ist eine List. Eine List, die leicht zum Tod führen kann. Ich beweise dir, dass ich du bin. Wir suchen Nomen Kars Padawan-Schülerin, die in jedem den wahren Charakter erkennt. Wenn sie nicht aufgehalten wird, könnte sie das Netzwerk der Spione bedrohen, die unser Meister in der Republik und unter den Jedi eingesetzt hat. Ich zweifle nicht an deiner Identität. Dann zweifle auch nicht daran, dass ich weiß, wo dich dein Weg hinführen wird. Entledige dich deiner barmherzigen Tendenzen und widme dich der wahren Bedeutung der dunklen Seite der Macht. Oder du wirst vernichtet. Wie werde ich denn vernichtet werden? Es gibt unzählige Übel, die nur auf dich warten. Du bist ein Sith. Du bewegst dich unter ihnen.
Der Gestank der hellen Seite, der dir anhaftet, wird in ihren Nasen wie Verwesung riechen. Darth Barras wird deinen Gestank riechen und dich ohne Gnade angreifen. Er hat noch überhaupt nichts bemerkt. Glaubst du wirklich, er würde es dir verraten? Siehst du? Genau hier wird dich die helle Seite im Stich lassen. Die helle Seite blendet dich und du kannst die Hinterhältigkeit in deinen Gefährten nicht erkennen. Barras und die anderen Sith haben den Vorteil der List. Und die stärksten Kräfte der Galaxis, Leidenschaft, Wut, Liebe. Die helle Seite meidet und leugnet diese Kräfte. Die helle Seite ist ein schwieriger Weg. Vielleicht sollte ich die Dinge noch einmal überdenken. Jetzt verstehen wir uns. Denk darüber nach. Diese Padawan-Schülerin, die du für Barras töten sollst, kann ihn töten. Er hat es gesehen. Und wenn du die Padawan-Schülerin für dich einnehmen könntest? Was, wenn du sie auf die dunkle Seite ziehst, sie kontrollierst und mit ihrer Macht deine eigene vermehrst? Ein Meister der dunklen Seite könnte diese Schülerin bekehren. Und dann könntest du Barras töten und seinen Besitz für dich beanspruchen. Nein, ich werde mich mit ihr verbünden. Wir werden uns zusammentun und gemeinsam die Mächte der Dunkelheit bekämpfen. Eine schlechte Wahl. Die Dunkelheit, die du ablehnst, wird dich eines Tages überwältigen. Bewiesen, dass dein Weg stark und verlässlich ist. Dieser Sieg hat unser Wesen gereinigt. In der Klarheit dieser Vereinigung erscheint eine Vision unserer Bestimmung auf Tatooine. Kannst du es auch sehen? Ein Lager tief in der Wüste, hinter einer Felsformation mit dem Namen Verbotener Pass. Ich muss mehr darüber erfahren. Die Padawan-Schülerin ist zweifellos zu diesem Ort gegangen. Dort hat der große Meister ihr geholfen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen. Das Bild wird schwächer. Suche den verbotenen Pass und stelle dich dort, Meister Yonlak. Unsere Reise auf diesem Planeten endet dort. Lebe wohl. Ich glaube nicht, was ich gerade gesehen habe. Habt ihr gerade gesagt, dass ihr den verbotenen Pass überqueren wollt? So sehe ich es auch. Der Gedanke allein lässt mich erschaudern. Die Wüste hinter dem verbotenen Pass ist ein Gebiet, in dem niemand überlebt. Niemand. Sogar die Sandleute meiden es. Ihr dürft nicht dorthin aufbrechen. Eure Sorge um mich ist unbegründet. Das ist nicht nur irgendein Aberglaube. Diejenigen, die den verbotenen Pass überqueren, werden nie wieder gesehen. Ich kann euch nicht dorthin folgen. Ihr habt genug getan, Charak. Danke. Es ist nett, dass ihr das sagt. Ich habe Lord Barras erzählt, dass ich euch auf eurer Mission begleite. Doch ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Schweren Herzens verrate ich euch, wo sich der verbotene Pass befindet. Ich schäme mich dafür, dass meine Feigheit mich lähmt. Ich fürchte, ich werde euch nie mehr wiedersehen. Es wird alles gut. Ich habe nicht vor, in dieser Wüste zu sterben. Wenn ihr vorhabt, den verbotenen Pass zu überqueren, werdet ihr das aber.
Nun gut. Verbotener Pass bedeutet Tod. Boah, auch nicht so verkehrt. So, also, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Das Meister Janlag, aber erstmal muss ich da hin. So, jetzt müssen wir erstmal wieder aus dieser Hüle hier raus. Och, ich kann jetzt gar kein Transportmittel nutzen. Das ist natürlich nicht so. Ja, nee, dann mache ich für Schnellreise. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, ich beende jetzt hier auch den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hier da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.